Hey Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Heute mache ich mal einen Vergleich von dem Charles Owen Kylo Helmet und dem Uvex Essential Helm. Mal an mit einem kleinen Unboxing. Ich habe die Box schon hier und wir öffnen sie jetzt zusammen. Jetzt kommt der große Reveal. So sieht mein neuer Helm aus. Das ist mein alter Helm. Weil der ist schon so ein Jahr alt, deswegen hat er schon ein paar Kratzer. Aber ich mag ihn, der hat viel Lüftung. Bei diesem Helm gibt es hier den Lack. Dann dieses rosane Gold rum. Dann das Logo auch in rosanem Gold. Und dann dieses schwarze Glitzer. Also ich mag beide ziemlich dolle, aber den mag ich auf jeden Fall am meisten. Dieser Helm hat so 70 oder 90 Euro gekostet. War aber 160. Von innen sieht dieser Helm so aus. Hier ein bisschen hart. Deswegen war von meinem letzten Fall von Enzo, habe ich mir hier ein bisschen den Kopf gestoßen oder hinten meinen Kopf ein bisschen wehgetan, weil er einfach, glaube ich, habe mich so ungefähr hier gestoßen. Ist ziemlich hart hier. Aber die sind beide sicher. Deswegen geht es um, wie es sich anfühlt, um die Sicherheit. Die sind beide ganz sicher. Dann hier drin, es ist einfach hier dick. Dann hier ein bisschen dünner. Und dann hier oben auch wieder dick. Also es ist für die kalten Tage. Oder einfach, das ist einfach mega, mega weich. Ist um den Kopf. Ist mehr für Sommer, weil dann schwitzt man nicht so dolle. Machen wir einen kleinen Probetest. Dieser hier hat so eine Öffnung, dass man einfach hier drauf drückt und zieht. Wie sieht der zweite Helm aus? Wenn ihr euch wundert, was hier das Gelbe ist, das ist MIPS. Das sollte einfach das Gehirn besser schützen. Hat auch einen anderen Verschluss, einfach so einen normalen. Meine Mutter hat gerade eine Insta-Story gepostet, welchen ihr mehr mögt. Euer Favorit war jetzt dieser. Kann ich auch verstehen, weil er einfach so wunderschön aussieht. Ich finde auf jeden Fall den Kylo am besten, weil ich es am liebsten habe, wenn es weich drin ist. Und dann tut mein Kopf nicht weh. Tschüssi und bis zum nächsten Mal.